So, jetzt stehen wir vor unserem Sky Hotel Apartments und heute Morgen oder heute Vormittag geht es wieder zurück an den Flughafen hier in Stockholm. Und es stellt sich ja immer quasi die Frage, wenn man in der Stadt ist, wie kommt man zum Flughafen oder vom Flughafen weg? Diesmal hatten wir ja bei der Ankunft den Flixbus genommen. Für unglaubliche 10 Euro inklusive Platzreservierung für 2 Personen. Und jetzt bei der Rückfahrt haben wir uns überlegt, testen wir mal irgendwelche Chauffeurdienste. Es gibt ja viele im Internet, die einen Chauffeurdienst anbieten. Und mir ist dann einer aufgefallen, Blacklane ist einer von vielen. Und den wollen wir heute einfach mal testen, weil der ist weltweit aktiv. Und vielleicht braucht der eine oder andere den Chauffeurservice auch mal. Und wir gucken mal. Wir haben den für 10.45 Uhr bestellt. Tatsächlich um 10 Uhr kam auch eine SMS schon mit der Telefonnummer vom Fahrer und mit dem Namen von Fahrer. Also das fand ich schon mal ganz gut. Dann hat man schon mal einen Ansprechpartner. Oder wenn er nicht kommt, kann man mal zurückrufen, fragen, was los ist. Und wir gucken einfach mal gleich kurz. Also ich werde dann bei der Fahrt natürlich nicht so viel jetzt erzählen, aber wir schauen einfach mal, sind die pünktlich und wie sind die so drauf. Ne? Haben wir noch nie gemacht mit dem Blacklane-Chauffeurdienst. Wird wahrscheinlich auch das einzige Mal sein in nächster Zeit, dass wir sowas machen. Ein Taxi wäre jetzt genauso gut okay gewesen, aber jetzt machen wir es halt mal mit Blacklane und wir zeigen euch das. Bis gleich. So, unser Chauffeurdienst ist gekommen, ganz pünktlich und hat uns abgeholt, die Tasche schon eingeladen. Und hier steht das Auto. Pim steht vor dem Auto. Haben wir das erste Mal ein Blacklane-Auto genommen. Und haben wir natürlich Spaß, wir beide. Ne? Ja. Dann werden wir jetzt mit Chauffeur zum Flughafen gefahren. Ganz toll, ne? Ja. So, jetzt sind wir auf dem Weg zum Flughafen nach Stockholm. Es ist jetzt ein bisschen dunkel hier im Auto. Aber sich mal abholen zu lassen, ist auch ganz angenehm. Ne? Finde ich also auch ganz angenehm. Ne? Ja. Man weiß, dass sie pünktlich kommen, man hat keinen Stress und ist auch mal eine Alternative zum Taxi, wenn man mal ganz relaxed und bequem irgendwo hinkommen möchte. Ne, Pim? Heute Morgen ist es ein bisschen dunkel, deshalb ist auch ein bisschen dunkel hier im Auto. Es ist sehr bewölkt, wir haben jetzt so 11 Uhr ungefähr, aber es wirklich macht Spaß, sich jetzt noch ein bisschen was hier von Stockholm anzugucken. Und ich denke, die Flughafenfahrt dauert eine halbe Stunde. When I, you know, when everything is white and the trees are, but this is nice. Also look, a lot of colors. The trees. But it's like, what about the tradition? Did you to a Christmas market? No. No. Nobel Prize. Ah, so okay. The okay. Nobel Prize. Yes. Okay. They're talking about to have it in. So it's, instead of. People coming here and It's quiet here, yeah. Oh my god. Quiet, yeah. It's same when we go back to Düsseldorf, when we came back in the evening last time, it was empty. Totally. This is unbelievable also here. Bye bye. So, das war unsere Fahrt mit Blacklane das erste Mal. Ne? War okay, ne? War angenehm. Ne? Aber ist natürlich teuer. Muss man sich dann überlegen, ob man es mal probieren will oder nicht. Der Flixbus hat mir genauso gut gefallen, ehrlich gesagt, ihr auch. Ja. Aber wir konnten jetzt nicht mit dem Flixbus fahren, weil jetzt fuhr kein Flixbus. Ne? Taxi hätten wir nehmen können, wäre noch ein bisschen billiger gewesen vielleicht. 10 Euro, 20 Euro billiger, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber wir wollten ja einfach mal Blacklane probieren. Ne? Ja. Hab das gesehen, Blacklane hat geklappt. Von der Zeit her, nette Fahrerin. Ja. Noch ein bisschen hat sie sich unterhalten mit uns. Und natürlich haben die auch nichts zu tun. Die hat heute, wir waren die einzigen Kunden heute, muss man sich mal vorstellen. Jetzt guck mal hier am Flughafen. Wir sind am größten schwedischen Flughafen. Und jetzt guck mal hier hinter uns. Niemand. Hier ist niemand. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, Leute. Hier ist keiner. Ne? Naja, wir gehen jetzt mal rein und wir haben jetzt tatsächlich noch 4 Stunden oder 3,5 Stunden bis Abflug. Ich habe das ein bisschen blöd geplant, weil ich dachte, Lufthansa hat hier ein
dauerhaft offenen Check-in, wie wir das kennen in München oder Düsseldorf. Aber als wir angekommen sind, habe ich schon gesehen, die machen das über SAS, das Check-in. Und jetzt müssen wir mal sehen, wann das Check-in offen ist. Ne? Ja. Weil wir wollen ja noch in die Lounge. Ne? Wäre natürlich super, wenn wir früher einchecken können. Wenn wir erst 2 Stunden vor Abflug einchecken können, stehen wir erstmal ganz schön blöd hier. Ne? Ja. So, und die Pim und der Tom, was müssen wir heute machen? Check-in müssen wir selber machen. Also für Lufthansa findet hier kein Check-in am Schalter statt. Man muss selbst einchecken an den Maschinen und am Baggage-Drop dann selber die Tasche abgeben. Es wird kein Schalter geöffnet für uns heute hier. Ne? Mhm. Wir haben das jetzt gemacht. Das sieht dann so aus ungefähr. Also wir haben es jetzt schon gemacht. Wir zeigen es euch nur noch mal. Man kann dann natürlich Name eingeben und so weiter bestätigen. Also es funktioniert, aber wir haben ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit der, man soll die Ticketnummer eingeben und das hat das System nicht akzeptiert. Ne? Ja. Nee. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, warum funktioniert das nicht? Dann hat die gesagt, besser die Buchungsnummer eingeben und dann hat es sofort geklappt. Wir haben ja auch später noch einen Weiterflug nach Düsseldorf wieder. Wir haben die Tickets, alle Tickets gedruckt bekommen, direkt bis Düsseldorf durch. Ne? Ja, genau. Das hat dann einfach gut funktioniert. Ja, ist jetzt nichts Neues. Viele von euch werden schon mal so ein Self-Check-In genutzt haben. Für uns war es jetzt das erste Mal. Ne? Ja. Weil wenn ich Business Class fliege, habe ich es eigentlich lieber, wenn Schalter geöffnet ist. Ne? In der Economy Class, okay, kann man dann auch schon mal selber einchecken. Aber ich finde es eigentlich jetzt in der Business Class besser, wenn jemand am Schalter ist. Aber hier wird gar kein Schalter geöffnet. Hatte aber für uns den Vorteil, dass ich davon ausgehe, dass wir gleich schon rein können in den Flughafen und wir noch viel Zeit haben für die Lounge. Ne? Ja. Und wir gucken gleich mal. Mit ganz viel Glück können wir ja heute sogar 2 Lounges testen. Ne? Die Pam lacht. Ne? Das machen wir dann. Dann gehen wir erstmal jetzt in die SAS Gold Lounge, die offen hat. Und danach testen wir vielleicht noch, wenn wir Lust haben und Zeit haben und Energie, noch eine Priority Pass Lounge hier am Flughafen. Bis gleich. Okay, jetzt gehen wir zum. Achso, wir gehen jetzt zum. Gehen jetzt die Tasche abgeben, ne? Ja, das geht ja auch automatisch. Place your baggage on the belt. Welcome. Scan. Da ist die Tasche unterwegs. Ja. Haben wir mal selber eingecheckt. Wir haben es geschafft. Wir sind durch die Sicherheitskontrolle. Und jetzt sind wir im Flughafen. Wir gehen jetzt mal ganz gemütlich in die SAS Gold Lounge. Ne? Mal gucken mal, wie es da ist. Jetzt sind wir gerade im Duty-Free-Bereich. Ne? Ich zeige euch das mal. Also, America is Northcon, 1 Minute, SAS Business, Scandinavian Terminal 5. Und das ist der Priority Pass Lounge, ne? First we want to go here. Okay. This one is das hier ist die Priority Pass Lounge. Da geht's hier hoch. I think we can walk up here, ne? Beide Lounge wieder oben, ne? Ja, die Pim und der Tom, die kennen den Flughafen ja noch nicht.
müssen wir uns ja die Lounge auch hart erkämpfen, ne? Ja. Wir haben ja keine Ahnung. Und da ist sie ja schon.